Chick ist ein Buch über die 14-jährigen Jungs Mike und Chick, die in einem geklauten Auto durch Brandenburg fahren. Doch dann nimmt das Abenteuer ein schnelles Ende. Obwohl der Roadtrip nur ein paar Tage dauert, stellt er Mikes und Chicks Leben komplett auf den Kopf. Die Zusammenfassung gibt es jetzt. Chick ist ein Jugendroman und wurde 2010 vom Autor Wolfgang Herrndorf veröffentlicht. Die beiden Schüler Mike Klingenberg und Andrei Tschichatschow, der den Spitznamen Chick hat, sind die Protagonisten, also die Hauptpersonen. Sie erleben zusammen ein Abenteuer nach dem anderen und brechen dabei ziemlich viele Gesetze. Die beiden stelle ich euch mal eben vor. Mike sagt über sich selbst, dass er langweilig ist und keine Freunde hat. Er ist Außenseiter, wohnt in Berlin-Marzahn und hat relativ reiche Eltern. Er ist klein, gut in Mathe und Sport. Er ist der Ich-Erzähler. Aus seiner Sicht wird das Buch erzählt. Das heißt, alles, was wir über die Geschichte und die anderen Figuren erfahren, sehen wir durch seine Augen. Dazu gehört vor allem die zweite Hauptfigur, Chick. Mike beschreibt ihn als Assi mit dreckigen Klamotten, seine Schultasche ist eine alte Plastiktüte und häufig hat er eine Alkoholfahne. Chick kommt aus Russland, lebt seit 4 Jahren in Deutschland und kommt neu in Mikes Klasse aufs Gymnasium. Das ist das Wichtigste zu den Protagonisten. Kommen wir jetzt zum Anfang des Buches. Der Roman beginnt mit dem Ende. Ja, richtig gehört. In den ersten 4 Kapiteln wird das Ende der Reise vorweggenommen. Dann folgt ein kurzer Rückblick auf Mikes Vergangenheit. Und der größte Teil des Romans handelt von dem Roadtrip, den Mike und Chick mit dem geklauten Auto unternehmen. Dabei erleben die beiden Hauptpersonen ziemlich verrückte Dinge. Und zum Schluss, in den letzten 4 Kapiteln, sehen wir, welche Folgen das alles hat. Der Anfang ist also das Ende. Und die Reise endet damit, dass Mike auf einer Polizeistation sitzt. Er hat sich die Hose voll gepinkelt und ist am Bein verletzt, weswegen er als nächstes ins Krankenhaus kommt. Dort fühlt er sich so richtig wohl, weil die Schwestern so hübsch und so nett sind. Im Krankenhaus hat Mike viel Zeit, um nachzudenken und erinnert sich an seine Kindheit und die letzten Schuljahre. Als Ich-Erzähler erzählt er von seinen Eltern. Zu seinem Vater hat er ein sehr distanziertes Verhältnis. Seine Mutter ist alkoholkrank und fährt öfter in eine Entzugsklinik, die Beauty Farm, wie sie sie scherzhaft nennen, weil sie mit dem Alkohol nicht aufhören kann. In der 8. Klasse kommt nach den Osterferien der Neue in Mikes Klasse, Chick. Wegen seiner ärmlichen Erscheinung will sich niemand mit ihm anfreunden, Mike auch nicht. Der hat gerade andere Probleme. Er ist total in Tatjana verliebt, das schönste Mädchen der Klasse. Nur die scheint nicht mal zu wissen, dass es Mike überhaupt gibt. Kurz vor den Sommerferien hat sie Geburtstag, lädt aber Mike nicht zur Party ein. Eine große Enttäuschung für ihn, denn er hat ihr extra ein Bild von Beyoncé gezeichnet. So wie das hier. Vielleicht ein bisschen besser. Wobei das ja eigentlich schon ganz gut aussieht. Tja, sie ist nämlich ein Riesenfan von ihr. Aus Frust zerreißt er es. Ein trauriger Start in die Sommerferien. Mike bleibt alleine zu Hause. Seine Eltern sind weg, seine Mutter ist in der Entzugsklinik und sein Vater auf einer Geschäftsreise mit seiner Sekretärin. Mit viel Tiefkühlpizza und 200 Euro wird Mike seine Ferien wohl am heimischen Pool und der Playstation verbringen. Da steht plötzlich Chick mit einem geklauten blauen Lada Niva vor der Tür. Lada Niva, das ist ein alter russischer Geländewagen. Den hat Chick kurzgeschlossen. Er schlägt vor, zu Tatjanas Party zu fahren. Mike hat Angst und auch keinen Bock auf Chick. Er verliert aber sein Misstrauen, als Chick die Beyoncé-Zeichnung sieht und ihn auf seine Gefühle für Tatjana anspricht. Die beiden fahren zur Party. Mike gibt Tatjana die geklebte Zeichnung und dann fahren sie los in ihr Abenteuer. Denn sie beschließen, Urlaub zu machen. Wenn das jeder andere macht, warum nicht auch sie? Ziel ist die Walachei, wo Chicks Opa lebt. Das ist in Rumänien. Sie packen eine Menge unnützes Zeug ein. Und los geht's. Handys nehmen wir nicht mit, damit uns nicht jeder Schwanzlutscher orten kann. Und Landkarten sind was für Muschis. Wir fahren einfach Richtung Süden. Schon am nächsten Tag werden sie von der Polizei verfolgt. Sie sind nämlich in einem geklauten Auto unterwegs. Und mit 14 Jahren darf man ja noch kein Auto fahren. Selbst dann nicht, wenn man sich mit schwarzem Klebeband ein Schnurrbartimitat auf die Oberlippe klebt, wie Chick es macht. Sie können aber entkommen und tauschen die Nummernschilder mit einem anderen Auto aus. Äußerst kriminell. Oder kreativ, wie man es nimmt. Mike und Chick lassen das Auto stehen und verbringen die Nacht auf einer Aussichtsplattform, wo sie über den unendlichen Himmel sprechen und sich besser kennenlernen. Am nächsten Tag treffen sie auf der Suche nach einem Supermarkt einen Jungen namens Friedemann. Seine Mutter lädt Mike und Chick spontan zur Familie nach Hause zum Essen ein. Danach wollen die Jungs weiter, doch der Dorfpolizist wird auf sie aufmerksam.
Chick flieht mit dem Auto und Mike klaut das Fahrrad vom Dorfpolizisten. Sie entkommen beide, doch sind getrennt und finden sich so schnell nicht wieder. Wie gesagt, Handys nehmen wir nicht mit, damit uns nicht jeder Schwanzlutscher orten kann. Jetzt hatten die beiden schon zweimal ein Problem mit Polizisten und sind auch noch getrennt. Aber gute Freunde lassen sich nicht unterkriegen. Mike fährt mit dem geklauten Rad des Polizisten zurück zur Aussichtsplattform, wo er eine Nachricht von Chick findet. Er soll auf der Plattform auf ihn warten. Und dann kommt ein Auto. Nicht blau, sondern schwarz. Chick hat den Lada umlackiert und wieder andere Nummernschilder dran geschraubt. Und weiter geht die Reise. Ziemlich kriminell. Oder kreativ, wie man es nimmt. Aber dann stehen sie vor dem nächsten Problem. Sie brauchen Benzin. Zwei Achtklässler im Auto, das wird bei dem Tankstellenpersonal nicht wahnsinnig gut ankommen. Sie beschließen, Benzin zu klauen und es über einen Schlauch aus dem Tank eines anderen Autos zu ziehen. Auf einer Mülldeponie suchen sie einen Schlauch und finden erstmal Isa. Wer ist das denn? Isa ist ein Mädchen, Mike glaubt in ihrem Alter, und alleine unterwegs. Sie kennt sich gut auf der Mülldeponie aus, ist dreckig und stinkt. Sie ist ziemlich selbstbewusst und disst sich erstmal gepflegt mit Chick. Ihr seid doch zum Ficken zu blöd, russisch Wuchtel. Jedenfalls hilft Isa den beiden, einen Schlauch zu finden und das Benzin zu klauen. Sie lässt sich dann ein Stück mitnehmen, denn sie will ihre Halbschwester in Prag besuchen. Die drei baden gemeinsam am See und übernachten auch dort. Als Chick einmal alleine unterwegs ist, schneidet Mike Isa die Haare. Dabei zieht sie ihr T-Shirt aus und fragt Mike nach seiner sexuellen Erfahrung. Na, hast du schon mal gefickt? Hat er nicht. Und zwischen den beiden passiert auch nichts. Aber sie kommen sich schon näher. Isa glaubt, dass sie mit dem Lada nicht schnell genug nach Prag kommt. Deswegen will sie lieber alleine weiter. Mike und Chick fahren weiter und werden in einem verlassenen Dorf plötzlich beschossen. Ja, beschossen. Mit einem Luftgewehr. Von einem einsamen Mann namens Horst Fricke. Aber als er sieht, dass sie Jugendliche sind, lädt er sie auf eine Limo ein. Verrückt. Und gibt ihnen ein Elixier mit auf den Weg, das sie nur im Notfall öffnen sollen. Chick schmeißt es aber sofort weg. Bei der Weiterfahrt werden sie von der Polizei verfolgt und es kommt zum ersten Unfall. Die beiden sind unverletzt. Aber eine Frau kommt mit einem Feuerlöscher zu Hilfe und lässt ihn aus Versehen auf Chicks Fuß fallen. Also müssen sie doch ins Krankenhaus. Noch in der gleichen Nacht fliehen sie mit einem Trick. Sie täuschen ein Telefongespräch mit einer imaginären Tante vor, damit die Krankenschwester sie gehen lässt. Dann suchen sie den Lader. Sie wollen weiterfahren. Im Auto hat Chick dann sein Coming-out. Er verrät Mike, dass er auf Männer steht, also schwul ist. Dann kommt es zum Unfall Nummer 2. Auf der Autobahn krachen sie in einen Schweinetransporter. Chick flieht erstmal und Mike wird von der Polizei geschnappt. Und damit wären wir wieder am Anfang der Geschichte. Ihr erinnert euch? Mike war ja am Anfang erst auf der Polizeistation und dann im Krankenhaus. Die beiden kommen vor Gericht und nehmen jeweils die Schuld auf sich. Das muss wahre Freundschaft sein. Mike bekommt ein paar Sozialarbeitsstunden aufgebrummt und Chick muss ins Heim. Am ersten Schultag nach den Ferien ist Chick nicht da. Trotzdem ist es für Mike ein toller Tag, denn auf einmal beachtet ihn Tatjana. Und er hat auch noch einen Brief von Isa bekommen. Sie will sich jetzt mit ihm treffen. Und jetzt weiß Mike gar nicht mehr, ob er mehr in Tatjana oder in Isa verliebt ist. Zu Hause trifft er auf seine Mutter, die betrunken Möbel in den Pool wirft. Aber sie sagt etwas, das Mike sehr beeindruckt. Das ist alles egal. Was nicht egal ist, bist du glücklich damit? Seine Mutter meint damit den Luxus, die kostbaren Möbel. Das sei alles egal, wichtig ist, dass man glücklich ist. Mike hilft ihr noch, die Couch zu versenken. Und dann springen sie zusammen in den Pool. Unter Wasser fallen Mike die Ereignisse der letzten Tage ein. Er denkt, dass es der schönste Sommer seines Lebens war. Und ja, er ist verdammt glücklich. Habt ihr noch Fragen zu der Zusammenfassung von Chick? Wie hat euch das Buch oder der Film gefallen? Hat es euch auch so glücklich gemacht? Dann gebt uns mal einen Smiley in die Kommentare. Hier in der Playlist findet ihr noch weitere Literaturzusammenfassungen. Nicht vergessen, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal.